Ich weiß, wie sehr du leidest, wenn du... Du hast gar nicht gewartet? Was? Wieso? Ich bin gerade ganz allein. Ich bin unglücklich. Wieso bin ich eigentlich die Erste? Sag mal, spinnen die Weiber jetzt? Ich sag ja immer, Unpünktlichkeit ist respektlos. Niemand hat das Recht, die Lebenszeit eines anderen zu vergeuden. Krüger, ich bin sehr, sehr unglücklich. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Oh, shit. Ein kleiner Panzer. Oliver befindet sich gerade in seiner Diktatorenphase. Scheiße, Panzer. Weißt du, Krügerchen, ich verlange ja gar nicht, dass sich mein Uli zu einem Adonis seid. Aber ich sehe auch nicht mehr ein, seine Wülste und seine Wampe als natur- oder altersbedingt hinzunehmen. Selbst wenn ich sie Love Handles oder Frühlingsröllchen nenne, ich fühle mich beleidigt von seinem Weltfleisch. Es ist, als ob ich es ihm nicht mal mehr wert bin, sich für mich auch nur in Mindestform zu halten. Merk dir, wo du warst. Ja. Wenn du gleich wieder mit mal Telefon. Hallöle. Was ist denn das, Britta Nora Lehmann? Ja, so küssen sich die alten Damen beim Bingo. Sind wir schon so weit? Korrektur, eure Klamotten bleiben an! Oh, Krüger! Seid ihr
sauer. Gleich kommt Nadja. Sie in ihr Make-up und fühlt sich besser. Richtig, da weiß man doch gleich wieder, warum es Visagist heißt. Haha! Ich setze ein Zeichen, dass sie die Haare machen. Gott und Gott, Kinder, große Scheiße. Passiert der Innenausbau eine einzige Katastrophe. Das Arzt hat ja auch Haare, ne? Ja? Übrigens, der Fahrstuhl ist kaputt. Nee, ich setze dagegen. Nicht die Haarnummer, sie macht die Hüftknicksnummer. Na, ihr süßen kleinen Schlampen. Ach, leider habe ich heute nicht viel Zeit. Es ist ein Kreuz. Alex und der hochbegabten Kurs. Dann der Hüftknicks und der Blick schräg nach oben. Wie von einem dieser Gips-Jesus. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Jesus? Jesen? Dreckwasser geschleift und jetzt
Jetzt bist du so edel gehärtet wie dieses japanische Schwerter-Dings da. Blitzblank und rattenscharf. Rattenscharf. Jawohl, sprich mir da. Rattenscharf. Woo! Na gut. Und wie soll ich in dem Schnürfummel hier Luft kriegen? Scheiß auf Luft. Okay, ich glaube, ich habe da auch noch was für dich. Ja! Yeah. Das will ich mir hoffen, denn wie sagte die große Philosophin Dolly Parton, es ist so teuer, so billig auszusehen, ist es auch. Ja. Was? Mein Gott, Nattchen, sag sowas doch gleich, mein Gott. Und wir Hühner, wir machen hier auf Party. Seit wann weißt du? Du musst jetzt ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Da kann man gut was machen. Die sind doch heute schon so weit. Wir telefonieren rum, Experten. Weißt du, die fummeln dir da was aus deinem Arschfett und niemand sieht was. Wirst sehen, versprochen. Lass mich mal fühlen, ja? Den Knubbel. Weil vielleicht irrst du dich ja auch nur. Ich hatte mal eine Schwibschwiegerin. Also lass mich mal fühlen, ja? Mann, Kitty, nicht Titte. Ich hab gesagt, ich verliere meine Mitte. Mitte? Mitte. Mitte, klar, ja. Aber sag mal, wolltest du nicht letzte Woche noch heiraten? Ja, doch. Und anbauen und Alex ein Schwesterchen und bei Transtech den zweiten Creative Director machen und dreimal wöchentlich Höhentraining und Tango-Kurs und Atelier, sowas mit den Händen und du weißt, ich arbeite gern mit Material, aber was hat das damit zu tun? Kitty, nenn es Burnout oder was, aber ich hab die Schnauze voll. Ich wollte das alles machen und ich mach ja auch, ich lese sogar wieder, aber heute, ach was, gestern und vorvorgestern auch, ja, da lese ich also wieder. Knallvoller Tag gewesen, Richard neben mir, abgemolken, freundlich und ich lese ein gutes Buch, wie man an so sinnvollen Tagen eben ein gutes Buch so liest, nicht wahr? Ja und? Ja und? Keine Seite, nicht eine Zeile, kein Wort ging in mich rein. Ich blättere zurück, lese nochmal, wieder dasselbe. Ich denke, na denke ich, da wird die liebe Natalie doch innerlich irgendwie randvoll beschäftigt sein. Norbert! Ja, dachte ich am Anfang auch. Ich horche also in mich rein. Nichts. Weißes Rauschen vielleicht oder so eine glatte Ebene wie Kuchenteigboden. Nichts. Ich fühle nichts, ich denke nichts, ich bin nicht mal müde, nicht mal unglücklich, kein PMS, nischt. Ich liege da, lese sinnlose Buchbuchstaben und denke... Blopp. Blopp? Blopp? Blopp! Kitty, ich habe gearbeitet, gemacht und gemacht, aber jetzt macht es mit mir. Ich werde irre, ich habe mein Zentrum verloren. Vielleicht ist Blopp ja genau deine Mitte. So im Moment. Ich meine, im Auge des Hurricanes soll es ja mucksmäuschenstill sein. Bei dir macht's da eben Blopp. Blopp. Na, schönen Dank auch. Da wäre selbst der Herr Hurricane nervös, wenn er eine Mitte hätte, in der es Blob macht. Nee. Kitty Weißflog, ich schmeiß den Battle hin. Alles. Kündigen, Richard in die Specktonne, Norbert in den Sondermüll und Wohnung verkaufen und dann ab mit Alex nach Simbabwe. Simbabwe? Mein Gott, Natalie, du bist doch keine 15 mehr mit so Ideen. Neues Land, neues Nattchen. Blobst du hier? Blobst du da? Blobst du auch in Afrika? Der Typ in deinem Bett mag dann vielleicht anders sein, aber doch nur von der Farbe. Sind doch alles Richards und Norberts am Ende. Völlig egal, in welcher Pigmentierung. Hab schon. Du hast was? Wohnung weg, mit Richard nur noch über einen Anwalt, Norbert finaler Fangschuss per SMS, gekündigt und Alex von der Schule abgemeldet. Das dauerte alles in allem nicht länger als 4 Stunden. Kitty, ich bin frei! Frei, 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 frei! Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Na klar. Aber mach dir keine Sorgen, ist alles ganz normal. Blanche, Flower und Oswald. Mods internationale Studie. 72 Staaten, 500.000 Teilnehmer und das Ergebnis? Das Glück ist U-förmig. Mit 20 sind wir am zufriedensten. Bis Mitte 40 geht's bergab, nur um dann langsam wieder aufzusteigen. Und wenn es dir gesundheitlich gut geht,
bist du mit 70 wieder auf dem Glücksniveau einer 20-Jährigen. Mit 70? Na, dann würde ich doch eher wieder die Krebsvariante favorisieren. Nicht kein Scheiß. Nein, doch. Man soll sich furchtbar sinnvoll und intensiv anfühlen auf den letzten Metern. Ja, kein Blob. Überhaupt nichts Bloppiges, sagt man. Und vergessen wir mal nicht die geilen Nahtoderfahrungen. Das Licht, die Weihnachtsbaumkugel, das Glücksgefühl. Aber ich habe keinen Krebs. Beste Werte bis tief ins CT und Belastungs-EKG. Eben, Nathalie, eben. Siehst doch mal so. Du bietest der Romantik keine Angriffsfläche. Du hast Reset gedrückt und jetzt starten die Systeme neu. Ohne alten Ballast. Nichts denkt. Du fühlst nichts. Dich geht es an. Das absolute Nichts ist doch super. Aus nichts was zu machen, ist einfacher, als aus etwas was zu machen. Ja, aber mach ich doch. Mach ich ständig. Ich erfinde mich so etwa alle 3 Jahre neu. Er bringt mir auch kein Glück. Dann wirst du eben ohne Glück glücklich. Ohne Glück glücklich. Kitty Weißflug, das spricht aus meinem tiefsten Inneren. Gruselige Vorstellung. Das ist ein Satz aus einem schlechten Heimatfilm. Echt? Egal. Okay. Okay, man darf bei dieser Frage nicht wählerisch sein, ne? Ich will und werde mich neu erfinden. Und zwar genau so. Völlig entspannt, ohne Gefühlsdruck. Genau. Ja, es ist erbärmlich, ständig seinen eigenen Gemütszuständen nachzulauschen. Es macht klein und eng und hässlich. Präzise. Man belauscht niemanden, nicht einmal sich selbst. Richtig. Und wenn ich 70 bin, dann bin ich sowieso glücklich, denn ich muss nur durchhalten, denn das Leben ist ein U wie ein Hufeisen. Wissenschaftlich bewiesenes Hufeisen. Ja, oder ich gehe einfach wieder zu Richard und Norbert zurück. Ja, oder so. Bitte. Hinter der Therapie, ich habe unsere Krüger gepimpt. Ihr werdet es nicht glauben, ein völlig neuer Mensch. Das Krüger, äußerlich klar, aber es wird sich ganz bald nach innen fressen, jede Wette. Hinsetzen, alles auf Position. Ton, kreischen, schöne Farbe ja. Krüger, alles klar. Wenn du es weißt, nee. Schultern zurück, Transalgang, lächeln plus leichte Arroganz. Du schaffst das. Alexa, spiele Lalo Schifrin. Alexa. Und pitch nach dem Sex. Proud to present Hello Marie K, formerly known as Karina. Die sowas kaputt machen darf. Das wird
eine Krise, Nadjen. Sensuelle und soziale Deprivation. Zu wenig gelobt, zu wenig gestreichelt. Nathalie fühlt sich. Ich kann durchaus für mich selbst reden. Vielen Dank, Kitty, aber durchaus selbst. Also, ihr wisst ja selbst, dieser Job, diese Strukturen, die wollen. Die haben dich gefeuert, scheiße auch. Nein, ich bin gegangen. Also Richard, ihr wisst selbst, Richard und ich haben immer. Richard hat dich verlassen und du stehst mit Alex alleine da? Nein, Herrgott, ihr versteht das nicht! Dieser Mensch liegt so schwer auf mir, dass ich. Wie gesagt, Befreiungsschlag auf allen Ebenen. Nathalie befand sich derartig in Abhängigkeit. Sag das jetzt nicht. Bitte sag jetzt nicht, dass sie unabhängig werden wollte. Och, das trifft doch nur sie. Sehr gut. Sag ruhig, Kitty. Kudo. Was? Hat sie mich gerade geschubst? Wurde ich gerade geschubst? Nichts gesehen, ich stand wohl ungünstig. Du blöde Pussy! Das soll deine Krise sein? Nein, Nathalie, das verstehe ich nicht. Weil ich das ja bin, so prima frei und unabhängig. Jawohl, rund um die Uhr, frei und unabhängig. Probejahr für Probejahr, Job für Job. 16 Talente habe ich schon durchprobiert, aber es werden immer mehr. Ich bin ja so frei und unabhängig. Ich freie Mitarbeiterin. Ja, und ganz ehrlich, diese Personalchefs. Ganz enormer Männerschlag. So tief, psychologisch und spontan und trotzdem kultiviert. Britta, ich weiß da ein lauschiges Sushi-Restaurant, Frau Lehmann, wenn Sie den Mut haben, auch etwas in Vorleistung zu gehen. Staunst du was? So galant geht die freie, unabhängige Britta-Welt zugrunde. Scheiße auch, ich will abhängig sein. Und man soll von mir abhängig sein. Abhängig, abhängig, abhängig. Chef, Weihnachtsgratifikation, Betriebsfeier, Kantinschnittchen, Firmenparkplatz. Und danach, Nathin, danach, gleich abhängig von einem Kerl. Einem, der da draußen auf mich wartet und der wiederum so schwer von mir, Britta Nora Lehmann, abhängig ist, dass er sich ständig schwer auf mich legen muss. Und zwar ganz schwer, weil ganz schwer abhängig. Also Versorgermentalität. Da ist die Emanzipation ja schön gescheitert. Armes, armes Mädel. Was? Was sagst du da, du soziologische Sau, du? Oh, wie denn das? Sie töten mich! Ich kann nichts dafür, ich stehe unter Druck. Bitte? Du und Drogen. Ja, 10 Milligramm täglich nach dem Frühstück. Wo ich doch nie frühstücke. Ha, Antidepressiva. Das Zeug knickt die Stimmungsspitzen nach unten, aber eben auch nach oben. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Da möchte ich nicht wissen, wie Krüger mit ungeknickten Spitzen los. Britta Nora Lehmann. Bist du jetzt auch Experte für Psychopharmaka oder was? 15 Milligramm. 20. Los, die Hosen runter. Ich das hasse, diese Selbstentblößung, diese Stunde der Wahrheit. Na, was soll's? Nattchen, das sind Eukalyptus-Drops. Ich weiß, und nicht mal leid. Ich wollte doch nur, wo ihr doch alle. Bin ich jetzt raus? Vom Wagen gefallen? Okay, gleich Montag, da gehe ich zum Arzt und dann sage ich ihm, dass ich. Du gehst zum Arzt, weil. Ja, ich kann auf Knopfdruck heulen, wirklich. Total suizidal hat ein Arzt mal in den Blog notiert. Oder Epilepsie, was ihr wollt. Man glaubt mir doch hier. Bin ich nicht raus? Keinesfalls. Epilepsie hat uns noch gefehlt. Jetzt sind wir komplett. Und wisst ihr was? Ich habe sogar einen Plan. Quasi als Wiedereinstand. Einen richtigen Friday-Night-Plan. Notgeil, hinterfotzig, chauvinistisch, saukomisch eben. Ich darf feststellen, es war mal wieder knapp, aber die Kuh ist vom Eis. Das hohe Ritual. Es spricht, es grinst, es lebt, es säuft. Weg mit dem Verstand. Es lebt der Blödsinn. Anstatt Unterwäsche, Esskultur. Draufgeschissen. Eröffnet.
nicht. Wir streichen dich pink und jagen dich nackig und blau. Ja, das dachte ich mir auch, also am Anfang jedenfalls. Eine Art Umkehrschluss. Das heißt, Friday Night mal ganz anders. Mal vom Schwanz her aufgezäumt. Passt mal auf. Ich. Krüger? Du. Ja, einen Mann von der Straße holen, dafür brauche ich nicht länger als für eine 5-Minuten-Terrine. Ja, ich habe einen Club vor der Haustür. Ja, dann los. Ach nö! Krüger, nicht den! Herrgott! Welchen Beuteschema jagt die Alte? Die Penner für den Wärmebus? So, die Richards, die Normans sind doch eh alle gleich. Werkseitig nur Unterschied in der Ausführung. Deine Worte. Also ich finde den gar nicht so unnett. Ja, unnett. Wenn das nicht so ganz unnett ist, gehört es doch gleich in die Wohnung. Okay, da es handelt sich hier um eine Versuchsanordnung. Friday Night vom Schwanz her aufzeugen, wie Latchen sagte. Das ist doch viel welcher Schwanz. Laborraten werden auch nicht auf Misswahlen gecastet. Den, schnapp dir den, Krüger! Krass, Kehle! Ach, Krüger! Richtig! Ich sag's, es war total bescheuert, Krüger zu schicken. Dieses Großkötzchen, hä? Jan-Josef Liefers! Schauspiel! Wer hat sie nicht geschickt? Sie wollte, wie sie wollte. Naja, das wundert dich. Ich meine, wer hat sie denn in diese Lumpenuniform gesteckt? Letzten Fasching war ich Goofy und hab das Bein hochgeklingelt. Ja, ha, ha, ha! Egal! Unser Krügerchen beweist sich da was. Die kriegt doch schon Wimpernflammen. Okay, dann gehe ich wieder. Wenn ein Typ nur einen halben Meter neben die Länge. Und dann hat sie sich eben selbst was vor Augen. Konfrontationstherapie. Gefällt mir dieser Mut zur Katastrophe. Okay. Können Sie mir helfen? Da! Sie hat's geschafft! Sie hat's tatsächlich geschafft! Ja! Krüger! Alle Achtung, also wirklich, 5-Minuten-Terrine! Ich rieche! Männerfleisch! Alles auf Position, unser Song! Endlich mal kennen, also wenn du die Hälfte von dem Stimmen, was Krügerchen erzählt, also
ja. Entschuldigung. Peter Nora Lehmann plaudert man so die intimsten Geheimnisse seiner Freundin aus? Jawohl, tut man. Freundinnen teilen alles und teilen alles mit. Ja, das stimmt. Aber ob wir dir dann nicht zu viel werden? Ich meine, so gevierteilt. Finger weg, der Mann ist mein. Ich bin ihr Rohrbruch. Ja, Madeleine. Madeleine sagte, sie hätte hier einen Rohrbruch. Ja. Flaschendrehen, Strip-Poker, Tantra und Rohrbruch. Genau in der Reihenfolge. Entschuldigen Sie die etwas exotische Einladung, Herr Jan, aber wir haben da ein paar Fragen an Sie. So, Gattungs- und Gender. Übergreifend. Gender? Also, tut mir leid, wenn ich da enttäuschen muss, ja, aber es ist Freitagabend und ich wollte eigentlich in Ruhe in den Club gehen. Ich glaube, Britta Nora Lehmann meinte das weniger als bitte. Wirklich? Rohrbruch, Jan. Für so männliche Ermessensfragen interessieren wir uns heute mal nicht so sehr. Ja, einen Scheiß genau genommen. Sag mal, tickt ihr noch richtig? Was soll denn das hier werden? Irgend so ein perverser Club oder was? Ja! Ja, wisst ihr was? Also ich geh dann mal, ja? Nein! Du bleibst noch auf einen Drink! Einen Drink, den sind wir dir schuldig. Ja, das war ich ja gerne machen. Das war ein Spaß, ja, ein bisschen Geld, wenn du jetzt hier machst. Tada, tada, tada! Das ist der ein Drink nur. Lang lebe Jannemann! Prost! Prost! Ach, Herr Jan, du hattest so schön deine Chance. Hat dich irgendwie wirklich nicht gestimmt? Na? Nun, jetzt tut sie es. Wow, es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Britta Nora Lehmann, was hast du denn da reingemacht? Das sind K.O.-Tropfen. Ja, Mann, wann und wo kann man das Deutsche mal ausprobieren? Das machen sonst immer nur die Männer. Und heute machen wir die Frauen. Wandelt! Yes. Auf den Stuhl. Sag mal, Krüger, hat der Typ sich da eben Madeleine genannt? Mir war so. Leck mich doch am Arsch. Du hältst doch dein Selbstbewusstsein auch nur mit Sozialtheorie und Ironie. So. Madeleine. Unser Krügerkind schreibt ihre bürgerliche Existenz, ihre Krüger-Existenz ab und nennt sich wie ein Themenabend im Swingerclub. Hat's denn geholfen, verruchte Madeleine? Oh, Madeleine macht's heute französisch. Ach was, das war keine Verführung, das war eine Auftragsvergabe an einen Handwerker-Bulks. Also, ich finde, das zeigt schon mal seine Hilfsbereitschaft bei meinem Rohrbruch. Hilfsbereitschaft? Wie sexy. Schätzchen, ich brauche keinen, der beim Wort Nageln an seine Werkzeugkiste denkt. Wirklich so schlimm? Nein, natürlich nicht. Oder doch, was weiß ich, was ich brauche? Aha. Tja. Die Frage ist ja jetzt mal, was wir genau mit Jan Werner Bornschein anstellen. 183 cm groß, Augenfarbe grau-grün, geboren am 2. Oktober 1990 in Fickenreuth. Fickenreuth! Jan Werner Bornschein. Also rein rhythmisch passt das schon mal perfekt zu Britta. Also Jan Werner Bornschein und Britta Nora Lehmann. Ja. Findet ihr? Ja. 2.10. Im Horoskop Waage. Ein Luftzeichen. Entscheidungsschwach, aber ein guter Vermittler mit Sinn für Ästhetik. Sinn für Ästhetik. Wie hat er dann Brittas Outfit an der armen Krüger verkraftet? Oh. Ja, dann gehe ich mich wohl mal wieder umziehen. Guck mal, vielleicht hat er ja gesoffen. Nee, gesoffen hat er nicht. Da ist nur was mit Döner, mit Zwiebeln und Knoblauchsoße. Und eine Nuance
Dr. Hausbar mache. Und dann war ich zwei schlimme Jahre verlobt. Kann sich wirklich kein Arzt vorstellen, dass es an mir lag, an meinem Charme, an meiner Eloquenz, an meinem Grübchen. Krüger, ich weiß, wie sehr du an dir leidest, aber das grenzt nun wirklich an ein sehr, sehr großes. Ja, klar, die Krüger, die kann nicht anders. Muss ich immer Selbstbild, Fremdbild, Feindbild. So muss sie sich immer selbst herunterdeklinieren. Almosen für die Böse, nehmen, was kommt. Ich zeige euch, wie genau der Typ erstens erblickt, zweitens isoliert und drittens abgeschossen wurde. Hinsetzen. Alle! So, Beispiel mal. Beispiel für Nattchen. Ja, was? Eine Hand. Ich meine, klar, schon mal besser als Richards, aber ist auch kein Kunststück. Und die hier? Hand Nummer zwei. Was soll das? Meinst du, ich kann froh sein, weil einer einen kompletten Satz Pfoten hat und keinen Piraten hat? Die Fingernägel, du Truller. Links kurz, rechts lang. Sehr lang. Der Mann ist Gitarrist. Womöglich sogar klassische Gitarre. Womöglich sogar Flamenco-Nattchen. Flamenco. 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 Kitty Weißflug. Hier, Frau Krüger. Vortreten. Pass auf, mein Schatz. Gleich wird man hinter dir herwischen müssen. Kleiner, nicht vorstehender Kehlkopf. Kein Kettchen, gar keins. Brusthaar, Brusthaar ohne Grau. Und eine Narbe. Eine Narbe wie von einer 15 cm stehenden Klinge. Einem Schwert. Wie bei Game of Thrones. Game of Thrones. Nicht wahr? Alles im Paket. Du würdest dir nie wieder eine Masturbationsvorlage bei Photoshop zusammenstellen müssen. Ritter Nora Lehmann, führen Sie die Dame ab. Sie schwächelt. Komm. Eine Narbe. Er kann kämpfen. Er kämpft. Krüger, du hast was Ritterähnliches erlegt. Ja. Feinste Wahl von Olle, doofe Krüger. Hm? Ja, für mich war er eben der Raubbub. Also ich brauche kein Ritter Löwenherz oder einen Rammler. Ich brauche jemanden, der weiß, was ein Dachgepäckträger ist und der mir die Bude machen kann. Uno Momento. Und was ist hier für mich mit bei? Warte mal. Die gleiche Schuhgröße. Lecker verzehrfertige 46. Der gleiche Mundgeruch nach Türkenkost. Der gleiche Anflug von Oberlippenbart. Kleines was? Wer mit einem Deibel essen will, muss einen langen Löffel haben. Überleg dir künftig, wie du mit deinem Fasching fahren. Da! Er kommt zu sich! Nathalie! Er wirft sich nicht an das Erstbeste, was er sieht. Wo bin ich? Und ich dachte, die Frage gibt's nur im Film. Jan Werner Bornschein! Du bist tot! Und ich? Dein Schwein, ich heißer Engel! Ihr durchgeknallten Schlampen! Ihr macht mich sofort los! Was für ein Idiot! Doch, was für ein Ritter-Nora-Lehmann! Das ist mein Ernst, ihr macht mich los, oder? Oder? Ich zeig euch an! Ich bring euch vor Gericht! Ja, ja! Und dann behauptest du, kettchenloser, narbenvoller Brusthammern, wir hätten hier als Leid getan? Junge, wir werden in zarten Sommerkleidern in deinem Gerichtssaal schweben. Wir werden feengleich sein. Worte wie Blütenstaub, kaum hörbar herausgewispert. Und weinen werden verzweifelt, ob der Ungerechtigkeit schutzbedürftig, kindweich hingehaucht, verletzte Unschuld plus Chanel und zack, sind da DNA-Spuren meiner Haut unter deinen Fingernägeln.
doch hierbei vielmehr um eine Art Grundlagenforschung. Ja, Grundlagenforschung. Und das war auch gut und richtig gedacht. Ja, an Ihnen. Oder sehen Sie hier sonst noch irgendjemanden? Das ist doch kein Menschenversuch. Sie können doch auch einfach kooperieren. Du verstehst denn? Ja, ich war mal ein Jahr mit einem Bayer zusammen. Oh, er will kooperieren. Das habe ich jetzt auch verstanden. Sollen wir losmachen? Mal halt, Lahn, das kenne ich. Gib einem mal einen fittischen Freirad und er wird gegen dich entscheiden. Schwarz, du entscheidest, was wir heute machen. Und peng sitzt du in der Fankurve von Hertha. Ole, 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 ole. Hören Sie, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Kennen Sie die Binse? Nattchen, er hat euch mal im Mund und nicht in den Ohren. Männer und Frauen passen nicht zusammen. Oder eben nur an einer Stelle. Kennen Sie diesen Spruch? Ja. Und leider sehen wir das auch nicht viel anders. Aber im Gegensatz zu Ihnen und Ihresgleichen grunzen wir nicht, ist so und kratzen uns vergnügt die Wangen. Wir wollen immer noch wissen, warum das so ist. Jetzt sollen alle gehört werden. Sie und wir. Partei und Gegenpartei. Genau. Ist uns nämlich höllisch wichtig, weil... Warum ist uns das so höllisch wichtig, Kitty? Weil, verdammte Scheiße, alles tausendmal einfacher wäre, wenn das klappen würde. Und weil da draußen schon genug Druck und Krampf ist, dass man nicht auch noch einen Zwei-Fronten-Krieg braucht. Kein Arzt braucht auch noch einen Zwei-Fronten-Krieg. Ja? Und überhaupt, Zwei-Fronten-Kriege gehen historisch gesehen immer verloren. Immer. Und zwar für beide Seiten. Für beide Seiten. Ist ja gut. Also, junger Mann, sind Sie unser Mann? Ohne billige Biologismen aller. Der Mann muss und kann sein Erben streuen. Die Frau ist vom Partner fixiert, weil sie die Blumen austragen und durchbringen muss. Diesen Scheiß. Keine Ausweichmanöver, Jungchen. Na. Keine Hms oder Grunzlaute. Wenn wir was fragen, Hms und Grunzen verboten. Also, nimm ihm den Ball aus dem Mund. Entkorke den Herrn. Durst. Ich habe Durst. Da sind sie wieder, die Urlaute. Ich hab Durst. Vielleicht noch Durst oder ein bisschen Lecknette? Das kann gut sein. Also ja, er ist ein Mann, aber wir sollten ihm schon eingestehen, dass er Durst haben kann. Einfach Durst. Auch Männer haben Durst. Ach so? Danke. Nein, diesmal ist nichts drin. Natürlich, ich gehe gleich mit dem Gartenschlaf dazwischen. So hilflos sind Sie doch zu knuffig, nicht wahr? Was meint ihr? Entdecke ich gerade meine Bondage-Ader? Nein. Meine Fresse, ich mache ja mit. Könntet ihr mich dann mal losbinden? Wenigstens die Beine. Ich fühle meine Beine nicht mehr. Leistung gegen Leistung. Für die Freiheit, mein Freund. Sterben viele von uns einen langsamen Tod zwischen Herd und Bett und unter eurem Nettogewicht. Die Freiheit ist ein teures Gut und will verdient werden. Genau, besonders die Beinfreiheit. Das ist Folter! Ja, jawohl, du sagst das. Folter also. Was ist denn jetzt los? Und nicht jungfrei mit einem Baby spielen, hä?
Die Wanzen? Da, im Lampenschirm. Na klar, der Klassiker, im Lampenschirm. Cori, mein Schatz. Alle Achtung! Und so viel Aufwand für den Fusselbär. Aber hör zu, Corinna mein. Ich wollte einen Abend nur für mich, einen Abend Ruhe. Kein Fremdficken, kein Bowling, nicht mal Feierabendbier. Einfach nur Ruhe. Ruhe und mal ein bisschen andere Luft. Weniger keimfrei. Clubluft. Ah ja, und für die Ruhe gehst du in den Club. Naja, über die Bassbeats, da geht kein Mucks drüber. Keine Aussprachen. Keine Seufzer von so ganz tief unten. Cori, bitte. Pfeif deine Blutrunde zurück. Ich trinke noch ein, zwei Cola Light und bring dir auch den heiligen Fantasia aus der Tanne. Und, Liebes, nein, du bist keine Pferdegruppe. Kein bisschen. Bis gleich, ja? Bis gleich. Zufrieden? Süß, aber wir kennen ja... Bis gleich. Also ihr befindet euch in einer Aussprachesituation, in einer Krise. Und du hast dich verpisst. Wenigstens ein Ich-liebe-dich wäre angebracht als Schlussformel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. So, oder soll ich noch 12 Vaterunser draufpacken? Amen. Cori hat bestimmt Kerzen aufgestellt und sein Leibgericht gekocht und danach einen schönen Film in dem Player, Muriels Hochzeit oder so. Aha. Lost in Translation. Lost in Translation. Da geht's im Bruder in den Player, Ahmed Janemann auf der Couch. Ja, nicht hardcore. Schön kuscheln sollte sein. Zärtlichkeit, Liebe, Geborgenheit. Jan macht auch brav mit, anfangs jedenfalls. Aber nach einer Weile merkt sie, wie er sie pur mechanisch auf dem Rücken abklopft. Wie ein Gau. Pferdegruppe eben. Sie rastet aus, er haut ab. Die üblichen Abläufe. Herrgott, der Film... Die Handlung, ich war da eben so vollkommen drin. Ein Dreck, was du, soll ich ihn nicht nacherzählen lassen? Was denkt ihr eigentlich immer so dabei, wenn ihr so kalt und pappig werdet? Hm? Liga-Ergebnisse? Klickt ihr eure Wix-Vorlage in der Birne an? Hä? Was ihr dabei denkt, ihr Gefühlstaubenschweine, was ihr denkt? Ja, nicht so. Das sind deren Methoden. Wir haben andere Mittel. Also. Die Frage war ja wohl pointiert und unmissverständlich formuliert. Was ihr dabei denkt! Dreh sie im Uhrzeigersinn. Bester Wirkungsgrad auf 2 Uhr. Ich hab an die Arbeit gedacht. An die Arbeit? Oh. Ein geldgeiles Arschloch, ja? Corinna? Liegt weich und offen bei ihm und denkt, er würde mit ihr im selben Winkel in den Himmel träumen. Dabei klickt er im Kopf die Agenda durch. Haben sie abgespritzt, sind sie doch alle so. Ihr geldgeilen Arschlöcher. Geldgeil? Ja. Geldgeil. Pass mal auf, Corinna. Hört mal zu. Verliere ich wieder diesen Job, dann hat das Amt da so lecker Zumutbarkeitsgrenzen. Meine kleine Sachaufgabe. Wie viele gemütliche Kuschelabende hat die liebe Corinna, wenn ihr Fusselmann 300 Kilometer entfernt schrubben geht? Tags auf dem Gerüst oder am Lager? Nachts mit 4 Furzbergen in einer Körsbode? Am Wochenende im Koma, um das Schlafdefizit aufzuholen? Ja, na wie oft wird's da wohl gemütlich? Mit Weinchen, Filmchen und kleiner Knabberei. Geld oder Liebe, ja? Kommst du jetzt wirklich mit der Masche? Ein Kerl findet auch immer einen Job. Ah, ein richtiger Kerl. Also, Mathe, damit muss ich dir jetzt eine amtlich aufs Maul hauen. Ja, endlich zieht ihr Vernunft ein. Du Großgott, dieser Frau, da läuft mal ein falscher Zungenschlag. Du aber, du bist so behämmert, dass du genau das ran organisierst, bevor du am meisten Schiss hast. Sachaufgabe. Deine Corinna hat jetzt schon ein beschissenes Leben. Das brauchst du nicht noch in die Pampa ziehen. Du versaust alles, und zwar vorauseilend. Vorschlag? Schon klar, was jetzt kommt. Reden.
Reden, reden, reden. Gemeinsam dadurch. Fernseher aus, Kerze an. Patschhand halten. Tief und feucht einander in die Augen stieren. Und tief, ganz tief verstanden werden bei leiser Musik. Nun mal Frage. Wie ist es? Fangen deine Brüste schon an zu heben? Noch kinderlos? Tickt schon die biologische Uhr? Rutscht dir der Arsch an seine Kniekehlen und immer noch keine Bilder im Portemonnaie? Wo grassiert denn so die Zellulite? Na, zeig doch mal! Nein, das ist ekelig! Kannst du nämlich mal sehen? Was sehe ich? Was sehe ich? Das war abartig. Aber ich glaube, er will damit sagen, dass es ihm nicht unbedingt leicht fällt, darüber zu reden. So wie dir vielleicht über deine Problemzone. Ich habe keine Problemzone. Super! Ist das so? Ist er wirklich so ein uralt, anachronistischer Stolz in ihm? Ich habe wirklich keine Problemzone. Hallo? Guck mal, und klappt wie ein Marzipanschwein. Ja, wirklich. So ein drolliges, kleines Fossil ins Netz. Mir hat Jan Werner Bornstein, der Pillermann. Wenn er mich das größte Mammut anschleppt, und keine Ruhe im Seelchen. Wenn nicht alles unter deiner Keule liegt? Oh, musste nicht. Musste wirklich nicht. Wir lieben dich auch so. Zweimal die Woche ins Gym. Immer schön die Zehennägel schneiden. Und dann sind wir schon zufrieden, Knüppel. Ich komm jetzt da runter. Wieso? Das ist Trost dabei. Wieder als Frau. Stehlampe. Und die Schnalle da paart sich gerade mit ihr. Ist das so? Nadchen, musst du immer überdrehen? Wir hatten den Öffner für diese Flasche schon in der Hand und du machst alles. Ich geh raus, um Ruhe zu haben. Und lande vor einem Weibertribunal. Vom Regen und der Umgehung der Traufe mitten in die Scheiße. Großartig. So schlimm. Wollen Sie mir wirklich sagen, dass Sie Ihren Abend lieber bei einem Rohrbruch verbracht hätten? So mit ohne richtigem Werkzeug in Pfützen knien. Ständig abrutschen, schmal im Handbein, abgebrochene Fingernägel, stilles Wein. Ja, ja, ja. Nichts anzuschrauben zu Hause? Keine leckende Dichtung, kein tropfender Wasserhahn? Nein, nicht mehr. Solange ich was anzubohren hatte, Putten, Spiegel, Gewürzregale, Vorhang hier, Vorhängchen da. Ja, so lang war ja alles gut. Danach! Ach, scheiß drauf! Nein, reden Sie weiter! Was kam nach dem Vorhang? Danach! Das Übliche. Kennt jeder. Ich nicht. Ich will das Übliche. Üblich, üblich, massenweise. Üblichkeiten. Haben wir noch Sekt? Ja, ja. Ja, und dann bindet ihr mich los. Wenigstens die Beine. Sie sollen erzählen und nicht schnappen. Ein Bein als Vorschuss, ja? Mehr ist nicht drin. Gut, okay, ja. Geht's jetzt endlich los? Entschuldigung. Oh ja, soll ich noch die Geburtstag. Ja, also, wo war ich? Nichts ruft. Nichts klemmt. Die Bilder hängen gerade, die Möbel stehen stramm und sehen aus wie im Katalog. Ja, Corinnas Sehnsucht. Sehnsucht? Naja. Also, plötzlich lagen da nicht mehr die Einrichtungsheftchen auf dem Sofatisch,
sondern Spaten wie Lieben heißt die Angst verlieren. Wenn du mich liebst, lieb ich dich nicht. Deine Tür nicht. Ja. Ah, oder die Kunst des Lebens. Die Kunst des Lebens. Ich sag's ja, Corinnas Sehnsucht. Möbel und Zeugs konnten sie nicht sättigen und jetzt schwebt sie im Raum, hungrig wie eh und je. Lattchen, wenn du von Corinnas Sehnsucht sprichst, dann hört es sich an, als wäre sie sein Fressfeind. Das schlägt einem direkt auf die Nüsse. Und das war ja erst der Anfang. Als ich nicht gleich reagierte, oder nicht so reagierte, na, da wurden die Buchrücken härter. Wie ändere ich meinen Mann? Oder Hunde sind die besseren Männer. Ja, genau. Und zwei Wochen später, ich habe wohl immer noch nicht richtig gespurt, da wurde meine Corinna deutlicher. Man kann sich an alles gewöhnen, nur nicht an seinen Mann. Oder nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Ja, und dann Halleluja, das Manifest zur Vernichtung der Männer. Ja! Manifest zur Vernichtung der Männer? Blödsinn, sowas gehen mir nie in die Buchregale. Dachte ich auch mal. Kitty sagt's ihm, das ist irgendwelch tief perverser Schund aus tief perversen Tiefgaragen. Naja, was heißt denn naja? Seid ihr daran schuld? Schreibt ihr solchen Dreck, ihr Soziologen, Säue? Herrgott, was willst du? Ja, der Feminismus schnappt hier und da mal ein bisschen über. Aber nach Jahrhunderten von Vergewaltigung, Demütigung, Versklavung und Klippbeschneidung dreht der Wind ebenso heftig in die andere Richtung. Aktion ist gleich Reaktion. Das wird sich schon wieder einpegeln. Und bis dahin Männermassenerschießung oder was? Also wirklich mal jetzt. Also mal einen Tag in hohen Schuhen. Oder auch mal Analverkehr. Oder auch mal eins ansatzlos direkt in die maulfaule Fresse. Gerne, ich bin dabei. Aber es gibt auch Grenzen mal, wirklich. Tja, schwierig. Die armen, armen Männchen. Aber wie Jodie Foster schon sagte, natürlich tun die Männer leid. Aber die letzten 1000 Jahre hattet ihr doch sehr schön. Die letzten 1000 Jahre? Also ich werde nächsten Freitag 29. Abwarten, mein Freund. Abwarten. Nein, Kitty. Er wird nächsten Freitag 29. Und zwar, weil er für seine Frau bohrt und dübelt. Und weil er ein sehr gutes, intimes Verhältnis zu Gewürzregalen hat. Jan Gerner Bornschein, ich darf Ihnen mitteilen, dass Ihr Abend soeben zu einem Hauptgewinn gewinnt. Willkommen im Paradies. In diesem Haushalt wackelt, leckt und kippelt nämlich alles. Alles! Tut mir leid, ich mach denn jetzt los, sowas krieg ich nie wieder rein. Das ist ja sehr nett, aber ich liebe sie doch gar nicht. Ich weiß, aber das heißt noch lange nicht, dass ich die Falsche für sie bin. Verglichen mit ihrer Corinna bin ich ein Quantensprung. Der Urknall zu einem Universum aus Ruhe, Sex und Sonntagsbraten. Die Krüger. Darf ich Ihnen kurz meine Vorzüge hochrechnen? Erstens, ich rede wenig. Ich mag kein Vorspiel und besitze für unsere postkoitalen Momente einen 150 Zoll Flachbildschirmfernseher. Zweitens, bin ich stark. Stopp mal, Krüger, du bist auf dem direkten Wege zur Ehe. Ja, entschuldige, Britta Nobelmann, es kann sich nicht ständig jeder eure Knochen Probleme leisten. Apropos, was haben Sie Problem wäre eigentlich gegen Ihre Corinna? Genau mal. Wenn ich das richtig verstanden habe, wünscht sie sich gar nicht mehr als etwas Verständnis. Ein bisschen Nähe, die Grundausstattung, keine Extras. Ja, du sagst das. Nähe. Nähe. Ja, und wie die auszusehen hat, darauf habt ihr ja wohl die Exklusivrechte, nicht wahr? Ineinander auflösen, verschmelzen. Das ist so, als wolltet ihr ständig zwei Komponentenkleber anrühren. Und blitzgenaue Pläne habt ihr davon. Genau das Licht, genau die Musik,
Chirurgisch präzise. Hier muss die Hand liegen, Schatz. Ach so. Nein, nicht so. So. Nein, nicht so was jetzt sagen. Das wird schon gar nicht in den Ton. Erst umarmen, dann zweieinhalb Mal küssen. Lippenabstand. Johnny Depp irgendwo in Iowa. Viertes Bild. Er träumt ja. Nein. Stopp. Grundlagenforschung. Nicht vergessen. Dann leg doch endlich mal von so halb links unten deine Hand an meinen Haaransatz, während von schräg oben das letzte Abendlicht in deinen Pupillen spiegelt. Und du, ach, rauchst. Ja, ihr legt euch das fein auf Kante zurecht. Und scheiße, man muss nur den falschen Knopf offen stehen haben. Und schon ist man der Idiot. Der krachlederne Runkel, der Holzkopf. Ja, und? Eure Vorstellungen von Nähe sind doch bekannt, hä? Kurz rammeln, abspritzen und danach darf sich die Frau in zwei Kumpels und einen Kasten Bier verwandeln, ihr Suchtkörper. Ja, mach nur. Was will dir denn immer schön weiter, deinen furzenden Pappkameraden? Fokuhila auf die leere Birne und fertig. Hä? Hast immer einen, den du anpissen kannst. Immer einen, der Schuld hat. Der Typ zieht dir eine Bude mit schick Zierputz hoch und siehe da, vier Wände. Und alles klargemauern. Ja. Guter Gott, was hat man euch denn angetan? Was man mir angetan hat, was man der Schnalle angetan hat, ich sag's dir, Arschloch. Jedes Mal, wenn ich aufgehört habe, mich blöd zu ziehen, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, Schluss mit den Balzritualen, hier bin ich. Jedes Mal, wenn ich die Deckung runternahm und nicht mehr auf heikel und mondän und Geheimnis machte. Jedes Mal, wenn ich ihn nicht mehr mit Flucht oder Sexentzug oder solchen Scheiß bedrohte. Jedes Mal, ohne Ausnahme, dauerte es maximal 3 Monate und ich war selbstverständlich verfügbar wie sein Zahnstocher, seine Angelausrüstung, sein Snowboard-Set, nur pflegeleichter. Jedes Mal, jedes wurde ich inventarisiert! Das Buch da auf Corinnas Tisch. Lieben heißt die Angst verlieren. Ja? Hast du das gelesen? Ob du Arsch das gelesen hast? Ja! Ja! Dieses Buch, Lieben heißt die Angst verlieren, das handelt von mir. Von mir, mir. Wirklich? Hast du das Scheißbuch wirklich gelesen? Ja, von wem konnte ich ja nicht ahnen. Also, tut mir leid, wenn ich da in die Fettnäpfchen gelatscht bin. Sie fragt, ob du das Buch wirklich gelesen hast. Aha. Sie hat sich gezwungen. Ständig geningelt und gequengelt. Tagelang Fresse gezogen. Bett und Herd blieben kalt. Wenn du das nicht liest, dann liebst du mich nicht, diese Nummer. Nö. Wieso? Und du bist nicht verdeckt schwul. Oder ein Lyriker oder in Kittys Richtung entgleist, Soziologie oder so. Nein, Herrgott! Packt's bei euch jetzt völlig? Ich hab mir die Schwarte genommen und gelesen, fertig! Klar, aber du bist hingegangen und hast gesagt, hier, Corinna, guck mal, wie lieb ich bin und furchtbar interessiert und so. Und jetzt schön runter auf die Knie und das Lutschmäulchen auf. Scheiße! Sie weiß es nicht mal, dass ich das Scheißbuch gelesen habe! Wie pervers seid ihr eigentlich? Hast ihr nur so Dreck im Nischel? Sie weiß es nicht mal. Und sie weiß es nicht mal. Und als du das Buch so gelesen hast, so von dir aus und freiwillig, hast du da über euch nachgedacht? Hast du irgendwas rausgefunden für dich, für Corinna? Hast du irgendwie reagiert? Nö. Oh, Halleluja. Ich dachte, ich muss noch mal runter und einen neuen holen. Diesmal wäre ich los. Ich sage euch, Mitte der Schlange. Mitte ist gleich Durchschnitt, ist viel repräsentativer. Kann mir mal jemand sagen, was jetzt hier gerade los ist? Mensch, für den kleinen Augenblick habe ich gedacht, ich glaub's ja nicht, dass
schon wieder die Pille abgesetzt. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Was hier los ist? Ich frag, was hier los ist. Ich kann dir sagen, was hier los ist. Also, für einen kleinen Moment. Also. Danke, Frau Doktor. Fuck you!
sportlich, elegant, souverän, kulturvoll sein. Im Job eine große Nummer. Und zu Hause zwar Schutz, Ritter und Versorger, aber auch nicht das Distanzbläschen zerdrücken, ne? Müsst ihr eure Freiheit haben. Es ist ein Rohrbruch, ja! Müsst ihr eure Freiheit haben. Eure jahrtausendelang erkämpfte, hochindividuelle Selbstbestimmung. Habe ich recht, Kitty? Liege ich halbwegs richtig, Britta, Nora, Leben? Arschloch! Ganz ruhig, lass sie nicht provozieren. Spielt jetzt nur auf die Mittelmaßthese an. Was für eine These? Frauen sollen das mittlere, Männer das extreme Geschlecht sein. Umso weiter man sich vom Mittelwert einer Eigenschaft entfernt, umso mehr Männer trifft man. Eben nicht nur ganz oben, sondern auch ganz unten. Kenne ich nicht deine Scheißthese. Aber stimmt. Ich habe im Klärwerk Scheiße geschippt. Oh. Nirgends eine Frau. Ich war bei 20 Grad minus auf dem Bau. Bei 50 plus unter Tage. Na, wo wart ihr? Da muss die Fingernägel nicht gefährdet. Wenn ihr also so hübsch gleichberechtigt sein wollt, dann willkommen. Na kommt, lasst uns gemeinsam Scheiße schaufeln. Scheiße schaufeln. Ab mit uns auf die Ölplattformen. Ich wusste es. Gibt ihm irgendwas, was nicht so ganz gegen sie läuft, und sie blasen es auf zu antiken Heldenformaten. In Ordnung, du Held. Ich hab ein Kind geboren. Da müsstest du schon Edison heißen oder das Penicillin gefunden haben, um da gleich zu ziehen. Jo! Was bleibt von deinen Heldentagen? Eine Sabberspur Mörtel. Oh, eine rostige Lüsterklemme. Ein Scheißhaufen, ne? Dich gäbe es doch gar nicht, wenn wir dich nicht blutig in die Welt geschissen hätten. Sogar dich, was ein großer Fehler war. Ein sehr großer Fehler. Jetzt verstehe ich. Die Launen, das Gezicke, das Kunstgewerbe mit falschen Möpsen, Botox und Push-Ups. Das alles ist nur Ornament. Alles nur wunderbar komplizierte Verpackung eines Wunders. Eines Wunders. In Form eines nassen Fleischsackes, der Gebärmutter. Mehr seid ihr nicht. Und mehr muss und kann und darf und soll ein einzelner Mensch auch überhaupt gar nicht sein. Halleluja! Das meinst du so, ja? Ja, ja, genau. Bindet mich los. Bindet mich los und ich gebe euch den Staub. Ich stifte euch Kerz. Ich stifte euch Kerz und das nur so Kerz. Stopp, Mädels. Ganz ruhig. Argumentativ. Unsere Grundlagenforschung ist auf ihren Bodensatz herunterdestilliert. Und jetzt bleibt nur noch eine Frage. Geben wir ihm seinen Schwanz mit oder ohne Klöten zu fressen? Und die erste Versorgung wäre geil, Bartlings. Das könnt ihr nicht machen. Das geht zu weit. Da hört der Spaß auf. Spaß? Welcher Spaß? Ich werde nette Männerfreundin. Nein. Ich werde schwul. Also, nochmal technisch. Die Bunde, wie verschließen wir die nochmal? Oh, Herrgott, Britta Nora Lehmann, es wird echt Zeit, dass du hausfraulicher wirst. Wie verschließt man denn ein gut gefülltes Hähnchen? Mit Rouladennadeln? Oder Küchengarn oder Zahnstocher. Und du denkst jetzt sicherlich, wir sind unfair und ungerecht und haben kein Mitleid mit dir. Aber du irrst, mein lieber Jan. Denn jede Frau, jede, hat einmal in ihrem Leben genau diese scheißende Angst, fühlt genau diese Hilflosigkeit. Und weißt du warum? Wegen dir, wegen einem von euch. Aber mach dir nicht aus. Wie sagt sie doch so schön, hab dich nicht so püppihaft. Die Zeit heilt alle Wunden. Woo!
Die schaffen das. Die bleiben ihr Leben lang stur beieinander. Aber im Grunde genommen besteht so ein Seepferdchenmann ja auch nur aus Kopf und Schwanz. Da hat dein Jan noch was dazwischen zu bieten. Daumen und so. Und was heißt das jetzt für uns?